Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1503, ganz frisch aus dem Ofen serviert. Ich habe gerade hier eine Lücke gesehen, die ich mal eben mit Häusern füllen werde. Da passt auf jeden Fall noch ein bisschen was hin, so zwei Häuschen ist besser als nichts, ne? Die rennen auch gleich eifrig los, die netten Leutchen. Achso, jetzt haben wir gar kein Leder mehr, wa? Naja, vielleicht, vielleicht geht's ja auch so. Ansonsten holen wir uns eben die 2 Tonnen Leder irgendwo hier. Was? Oh. Eine Feuerwehr wäre vielleicht auch angebracht. Ich guck mal ganz kurz. Ne, das ist ein Badehaus. Die haben zwar auch Wasser, aber... Ja, die sagen... Ich baue den einfach mal hier so hin. Ich lasse es jetzt einfach mal brennen da auf der Ecke. Ja, das passt gut. So. Na dann. Wunderbar. Baue ich mal ganz schön den Platz hier fertig. So, so, so. Und so. Und die Ecken lasse ich mal frei für eventuelle andere. Ach, guck mal hier. Jetzt könnten wir ja, baue ich hier nochmal so eine Stoffstände hin. Zack, zack, zack und zack. Und dann bringen wir hier einfach ein bisschen Stoff hin. Holen die einfach von der Insel unten, weil da haben wir ja, ups, haben wir ja genügend Stoffe. Mehr Leder. Ja, ja, ich brauche mehr Leder, ja. Natürlich brauchen wir Leder, so, den lasse ich mal ganz kurz da raus. Dann huch. Dann fahren wir mal hier runter. Ach ja. So ein bisschen Halsschmerzen habe ich, ja. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Vor allem hoffe ich, dass nicht wieder eine Mandelentzündung gekommen ist. Guck mal, der hier, der wird auch gar nicht richtig genutzt, wa? Dann haue ich den auch nochmal eben zu. Ein bisschen Kontrolle hier machen, den brauchen wir auch nicht wirklich anscheinend. Die sind alle ganz gut bedient. Den hier auch nicht. Gut, den da oben könnte ich ja vielleicht sogar... Sag mal. Ich glaube fast, wir haben zu viel jetzt davon. So. So. Dann müssen sie halt in Zukunft damit klarkommen. Mit dem, was sie haben. So, dann... Quatsch. Den hier natürlich, zack. Und dann nehmen wir hier ein bisschen was mit. So, was haben wir hier? Schönes Stoffe. Ja, 50 Tonnen reichen, würde ich sagen. Ist zwar eine ganze Ecke, was der fahren muss, aber trotzdem, das reicht. So, nimm Stoffe. Ausladen, bla bla und so und los. Ja, sehr schön. Dann werden unsere netten Leute hier auch gleich ein bisschen mit Stoff versorgt. Salz bräuchten wir noch, sehe ich gerade. Aber das ist ja kein Problem. Die Salzmine wiederfinden. Nee, das ist eine Saline. Ja, hier Salz. So, ach, den kommen, den bauen wir einfach in die Nische rein. Und dann, Saline. Vielleicht drehen wir die ein bisschen. Oder auch nicht. Was machst du? Du machst Büchsen. Cola-Büchsen oder was? Haha. So, ich baue den einfach mal hier hin. Zack, und dann zieh hoch. Ja, dann ziehe ich hier so einen Weg lang und dann ist die Sache auch schon geritzt. Hoffen wir, der kommt da ran. Ja, der kommt da ran. Das sollte alle mal reichen. Der holt jetzt da seine Salzsäcke und kocht das Salz schön aus. Wunderbar, da haben wir auch schon die ersten Tonnen. Wird der hier gleich wieder ordentlich was los sein? Oh ja. Juhu! Ich guck mal ganz kurz was. Ah ja, okay, alles klar. Ich wollte nur mal ganz kurz was überprüfen. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir dicht kloppen können? Ich glaube nicht. Aber das Geld sieht besser aus jetzt auf jeden Fall. Mal gucken. Ah ja, sehr schön. Also die Einnahmen sind deutlich gestiegen. Die Ausgaben sind eigentlich relativ gleich geblieben. Vielleicht ein bisschen runtergegangen. So, wir haben durchaus... wir haben ja so viele Verkaufserlöse im Moment. Ich staune ja. Wodurch kommen sie? Verkaufen wir hier irgendwie was Wichtiges? So, Tabak ist ja ein bisschen besser geworden. Das ist okay. Okay, passt eigentlich. Ich guck mal ganz kurz hier nach unten. So, hier nehme ich den Stoff mal... Oder die Stoffe mal aus dem Verkauf. Bevor die irgendwo zu knapp werden. Hier auch. So.
Das sind denn, weil wir haben ja, wir brauchen jetzt hier oben auch noch ein paar Stoffe. So, dann werde ich mal ganz kurz hier einen Jäger hin platzieren. Moment, den baue ich vielleicht einfach mal ja so hier hin, ne? Zack, dann kann er da seine Viecher abknallen. Dann brauchen wir vielleicht noch so hier einen hin. So. Und dann eine Gerberei. Können wir da vielleicht eine nehmen, die beide kriegt? Ich glaube nicht. Nö. Müssen wir zwei bauen. Na gut, na komm, neun Betriebskosten ist ja vertretbar. Da reißt man sich ja keinen Zacken aus der Krone. Ja, bauen wir den halt dahin. Und den können wir hier so hinpflanzen. Dann haben wir auch Leder. Sehr schön. Gucken. Die arbeiten gut. Ach, die machen ja auch gleichzeitig ein bisschen Nahrung. Sie machen Nahrung. Okay. Momentchen. Ah. Einen angenehmen Schluck Schöfferhofer dunkles Hefeweizenweifen, ja. Mit Bier am Mund sollte man nicht reden. Da kommen komische Wörter zustande. Einen schönen Schluck Schöfferhofer dunkles Hefeweizen. So, jetzt haben wir es. Huch. Ah. Ein neues Denkmal kann gebaut werden. Hab nur keinen Plan, wohin damit. So, was können wir noch bauen? Okay, das lassen wir erstmal. Leder müssen wir jetzt demnächst am Start haben. Ah ja, sehr schön. So, Aluhol haben wir jetzt hier ausnahmsweise nicht am Start, aber ansonsten, glaube ich, passt soweit alles. Ja. Gucken. Ja. So darf das gerne weiterlaufen. Damit haben wir auch die Unkosten weitgehend wieder ausgeglichen. Mit dem bisschen Handel und so korrigieren wir das dann alles schon wieder. Das sieht sehr gut aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, natürlich. So, Bögen haben wir jetzt auch schön am Start hier, wie ich sehe. Dann können wir diesen Bogenfutzi hier unten eigentlich auch dicht machen. Vorerst. Warte mal, der kann ruhig so seine Restbögen da produzieren. Dass wir das Lager voll haben. Ich glaube 2200, ja. Okay, aha. 220 können wir, glaube ich, einlagern. Dann soll der da nochmal eben fertig machen. Und dann können wir ja schon mal ein bisschen in die Militärsplanung übergehen. So, also angreifen könnten wir eigentlich prinzipiell, wo wir wollen. Ich würde allerdings ein bisschen von hinten an die ganze Geschichte rangehen und einfach um die Leute hier so über den Steg reinlassen, ne? Wir könnten natürlich auch, wir gehen hier so rein, hier rein. Dann würde ich sagen, greifen wir uns als allererstes den Marktplatz. Zuvor werden auch noch die Hansis hier wahrscheinlich kommen. Und uns versuchen, das Leben schwer zu machen, was ihnen aber nicht gelingen wird. Dann hauen wir den Turm hier in Stücke, beziehungsweise wir könnten natürlich auch noch vorher den Marktplatz da oben in Stücke reißen. Und Stück für Stück nehmen wir dann die Insel auseinander. So, wirklich fürchten brauchen wir den Kollegen ja hier, glaube ich, nicht. Ich werde zuvor jetzt noch ein paar Türme auch hier hinbauen. Auf die Insel. Können wir eigentlich gleich mal machen. Beziehungsweise, warte mal. Kanonenturm. Wachturm. Die Sache ist, wir brauchen ja jeweils immer für jeden Turm. Die kann man gar nicht mal so dazwischen bauen, okay. Man braucht ja für jeden Turm Besatzung. Aber die kriegen wir schon zusammen. Bauen wir jetzt hier immer mal so zwischendurch irgendwo immer einen hin. So, hier machen wir noch einen hin. Denn hier, dann würde ich auf jeden Fall in der Ecke noch einen hin. Huch, da habe ich aus Versehen den Popschutz vom Mikro weggeschubst. Moment, so. Hier die Nische passt auch wunderbar einer rein. So, da noch einen hin. Dann hier und hier und da. Wir müssen ja nicht alle besetzen, also, ne. Aber auf jeden Fall die meisten würde ich besetzen wollen. So, hier haben wir ja auch den hin. Ah, ja, okay. Schade, dass man hier keinen hinbauen kann. So, ach, jetzt kann man auch dazwischen hinbauen. Das ist ja interessant, aber ich baue dich trotzdem dahinter. Da sind sie sicherer und können nicht so schnell attackiert werden, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob das der tatsächlich so ist. So. Dann hier. Und hier. Und hier. Und, hier. Und hier vielleicht noch ein. Huch, der ist ein bisschen verschoben, weil es gerade so ein bisschen ruckeln tut aus irgendeinem Grund.
die Burg, die ist einfach so performance-intensiv, ne? Also da fängt auch mein Rechner dann direkt an zu ruckeln, weil der ja auch so viel Leistung hat, ne? Okay, eigentlich schon, aber die Grafikkarte ist halt einfach crap. So, hier noch ein Hin, jetzt sehe ich auch gerade den Einzugsbereich erst, aber ich glaube, das hat sich jetzt nicht nachteilig ausgewirkt. So, da können wir noch wunderbar einen hinpflanzen. Hier. Oh, Baumaterialien alle. Okay. Aber ein bisschen haben wir schon aufgerüstet. So, jetzt sieht es schon richtig wie so eine riesige Burg aus, ne? Wir nennen es Festung Weizenkorn, keine Ahnung was, irgendwie, irgendeine Festung, blablablab. Kann ja mal gucken, ob mir irgendwie ein historischer, huch, bin schon wieder gegen das Mikro gekommen, ein historischer Name einfällt. Naja, ich meine, Festung Weizenkorn ist ja auch sehr historisch, ne? So, wie sieht's denn hier mit unseren Leuten aus? Huch, boah, das ruckelt gerade, ne? Ist ja eklig. Jetzt geht's wieder. Komisch. So, die sind auch alle fleißig am Einkaufen hier. Und Nahrung und so haben wir ja en masse, wie ich gerade sehe. Bisschen wenig Leder vielleicht, aber Leder war ja schon immer so ein Problemchen. So, dann würde ich schon fast sagen, warte mal. Ich rupfe hier nochmal was weg. Unser Schloss können wir hier immer noch hinbauen, also ist ja genügend Platz verfügbar, keine Angst. Bauen wir hier noch einen Dingsbums hin. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich bauen wollte. Sind mir gerade im selben Moment entfleucht. So eine kleine Farm halt. Ein bisschen Alkohol machen. Brauchen wir vielleicht hier eine hin und da eine hin und hier eine hin und da eine hin. Müssen wir jetzt nicht ganz so genau nehmen. Obwohl, doch komm, wir nehmen es lieber genau. Wir haben ja genügend Baumaterialien. Können wir auch ein bisschen verschwenden und so. So gut, gehen wir halt strukturiert ran, ausnahmsweise mal. Hier oben haben wir übrigens auch noch schönes Erz. Erz ist ja auch so enorm selten auf dieser Inselwelt, das ist Wahnsinn. Das ist Madness! So. Ich würde ganz gerne den Marktplatz hier ein bisschen nach vorne ziehen. Machen wir das mal so. Und dann bauen wir hier ein bisschen Alkoholproduktionszeug, Dingster, Bumster und so weiter und so fort hin. So, nein. So. So. Bauen wir hier vielleicht den ersten hin. So, dass ich ein bisschen abgrenzen kann und sehe, wo was hinkommt. Ja, jetzt muss halt der Haken hier. Musikswitch. Ich sehe schon, die Folge wird doch ein bisschen Überlänge haben hier. Danach muss ich dann auch erstmal cutten, weil ich muss noch Oblivion aufnehmen. Wenn ich das nicht aufnehme, dann kriege ich Fingeraua. Coole Musik wie immer im Hintergrund. So. Achso, ja, man sollte vielleicht noch Wege von den Farmen wegbauen. Ich glaube, kommt der ran. Auf die Ecke, glaube ich, ne? So. 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 Ich hoffe, das war jetzt richtig. Oh, da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Kennt man ja. Wo ist denn das Zeug da? Kartoffeln. Warte mal. Die haben, achso, die haben noch... Der hat es gerade... Ah, ja, okay, jetzt wurde er ab. Okay. Sehr schön. Dann werde ich nochmal ganz kurz hier unten ein Feld anlegen und dann diese Folge für beendet erklären. Ich überlege gerade was, warte mal. Ich werde hier mal ein bisschen umbauen, ich mache das mal lieber so. So. Dass er da in Ruhe abholen kann, so. Sehr schön geht. Und dann baue ich einfach die anderen Felder hier so ran. Ich glaube, so müsste so richtig, oder? Ach komm, wenn da eine Reihe fehlt, bauen wir sie ran. Ja, natürlich fehlt eine Reihe. Warum hätte es anders sein sollen, ne? Wann mache ich schon mal was richtig? So. Und jetzt, ich glaube, warte mal. Ah ja, okay. Oder? Ja. So, also... wenn ich es richtig verstanden habe, hier, hier und hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Ich hoffe es einfach mal. So, dann haben wir nämlich auch ein bisschen Alkohol hier im Hause, ne?
das man hier haben, sich die Bewohner auch wohlfühlen. Würde ich sagen, warte mal, ein großes Wirtshaus kostet natürlich auch groß Geld. Hat es eigentlich einen größeren Einzugsbereich? Warte mal. Okay, Moment. Quatsch. Nee, hat's nicht. Was ist? Du sollst ein Wirtshaus auswählen. Ah doch, hat einen größeren Einzugsbereich. Nicht viel. Ich glaube ungefähr eine Häuserreihe mehr, ja. Das heißt, warte mal, wenn wir den jetzt hier oder hier hinbauen würden, dann wäre die Sache schon an sich geritzt. Ja, also hier wäre es super eigentlich. Da kommt, bauen wir den da hin. Dann ist gut. So können... War es jetzt richtig? Ja. Dann können sich die Leute auch ihr Zeug holen. Ich glaube, das war jetzt verkehrt rumgebaut, das Haus. Ja, es war verkehrt rum. Das lässt meine Natur der Genauheit nicht zu. Ich muss das korrigieren. Auch wenn es Baumaterialien kostet, aber... So, jetzt sieht es viel schöner aus. So zum Marktplatz hingerichtet. Ha, sehr schön. So, da kriegen wir nämlich auch noch ein bisschen Kohle durchs Bier rein oder was auch immer die da verkaufen. Ein bisschen haben wir ja da. Der muss allerdings eine ganze Ecke zum Marktplatz laufen, sehe ich gerade. Aber naja, wie dem auch sei, jetzt haben wir hier mal ein bisschen unsere Stadt ausgebaut und erweitert und hier und da und tralala. Zum Angriff sind wir leider noch nicht gekommen, aber ich würde sagen, das werden wir auf jeden Fall in den folgenden Folgen schaffen. Dann werden wir hier noch ein bisschen aufrüsten, Kanoniere reinstecken und dann geht's los. Und dann... dann wollen wir mal schauen, was sie erwartet. Dann werde ich nochmal ganz kurz demonstrativ abspeichern. Mich bei euch bedanken und mich bei euch verabschieden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Anno 1503. Bis dahin. Oh, das war die falsche Taste. Jetzt aber. Bis dahin.